Hallo zusammen, hier ist wieder euch da und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch eine weitere Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ich habe mir mal wieder ein bisschen was rausgesucht, was ich mir gekauft habe. Und zwar kann ich euch gleich mal was zeigen. Ich sitze hier auf einem mehr oder minder schönen Mount und zwar schimpft sich das schneller Strandschreiter. Und das ist ein TCG, also ein Kartenspiel-Mount, das mir noch gefehlt hat. Und das habe ich mir, lass mich überlegen, auf eBay für 316 Tacken, also 316 € besorgt. Und das hatte ich jetzt schon länger so ein bisschen im Auge. Und zwar ist das nämlich aus China. Und dementsprechend musste ich da eine Weile drauf warten. Jetzt, ich glaube, ich habe 3 Wochen gewartet, habe schon überlegt, fuck, wurde ich jetzt gescammt, wurde ich nicht gescammt. Aber nein, ich habe es tatsächlich gekriegt. Und das ist jetzt eins der wenigen, die mir noch gefehlt haben. Jetzt können wir einmal kurz in die Liste reinschauen. Hier sehen wir das Mount nochmal ein bisschen größer, beziehungsweise nochmal heller. Und im Endeffekt habe ich mir da jetzt eine Karte gekauft von diesem Kartenspiel, also diesem TCG-Kartenspiel, das Blizzard vor Urzeit mal rausgebracht hat, habe den Code freigerubbelt. Diesen Code muss man dann wiederum auf einer Seite eingeben. Dann kriegt man einen anderen Code und das kann man dann in Beutebucht quasi einlösen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich euch, glaube ich, vor 2, 3 Videos schon mal gezeigt. Wenn euch das genauer interessiert, dann müsst ihr mal ein, zwei Videos in der Serie nach vorne klicken und da zeige ich dann, wie das genau abläuft. Genau. Und ja, ihr seht, ich habe jetzt mittlerweile schon einen ganzen Haufen von diesen Kartenspiel-Mounts und zwar, den habe ich schon länger, den Spektraltiger, dann habe ich den Drachenfalken der Armani, dann den flammenden Hippogreifen, den habe ich mir jetzt letztens erst gekauft gehabt, dann das geisterhafte Streitross, das war glaube ich eins von denen, die ich mir in der ersten Serie über Gold geholt habe, dann den großen Kampfbären. Dann haben wir die Reitschildkröte, die habe ich mal, glaube ich, geangelt. Das ist nämlich eins der wenigen Mounts von den TCG, die man sich ja im Spiel jetzt holen kann. In der Garnison kann man sich die nämlich ja angeln. Dann den Schecken Drachen, den habe ich tatsächlich auch schon länger. Den Teufelsdrachen, den habe ich auch schon länger. Das weiße Reitkamel, den hatte ich mir zusammen mit dem geisterhaften Streitrost geholt gehabt. Das weiße Wollnutzerrost, das ist übrigens auch im Black Market drin. Den wilden Raptor, den habe ich auch schon länger. Die blaue Rakete, die habe ich mir ja Anfang von BFA mal im Black Market gekauft, nicht im Black Market, im normalen Auktionshaus gekauft gehabt. Und die rote Rakete, die habe ich auch schon länger und die befindet sich tatsächlich auch im Black Market, wenn der ein oder andere das kaufen möchte. Genau, das sind soweit die Mounts. Und jetzt können wir auch mal reingucken, was mir noch an Mounts an sich fehlt. Beziehungsweise besser gesagt, was mir noch an Mounts vom Trading Card Game fehlt. Und ihr seht, hier sind alle insgesamt drin. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Mounts sind es insgesamt, die wir über das Trading Card Game kriegen. Und ja, mir fehlen jetzt noch 3 insgesamt. Und zwar fehlt mir einmal der blaue Spektraltiger. Wenn man sich nämlich die Spektraltiger-Karte kauft, die im Moment so bei 2.500 € liegt, deswegen habe ich das jetzt gerade nicht vor, bekommt man beide Mounts. Man bekommt den epischen und den blauen. Und der epische sieht fast genauso wie der blaue aus. Der hat, glaube ich, ein bisschen mehr Rüstungsteile, ne? Also wäre quasi das gleiche Mount. Der Vollständigkeitsweise will ich es irgendwann mal haben, aber sonderlich viel anders aussehen tut es nicht. Dann fehlt mir noch Magic Rooster Egg, das ist dieses Hühnchen, das sieht ziemlich nice aus. Und dann fehlt mir quasi der Corrupted Hippogreif noch, das ist quasi so ein, ja, eher grünlicher Hippogreif. Ich habe ja den Flammenden schon, der ist eigentlich der coolere von beiden. Aber die drei Mounts würden mir noch fehlen. Wir können jetzt vielleicht auf WoW hätten mal ein Bild noch sehen. Genau, das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo rumlaufen sehen, das ist hier das Magic Rooster Egg. Und der Hippogreif, genau, das ist so ein grünlicher Hippogreif, die Augen schauen recht cool aus. Und ja, das sind die, die mir fehlen. Und der blaue Spektraltiger, wie gesagt, der sieht jetzt nicht viel anders aus als der epische, den ich quasi sowieso schon in meinem Besitz habe. Ja, genau, das war es soweit. Was ich mir quasi für die Woche, den Monat, je nachdem, wann das nächste Video rauskommt, geholt habe. Und ja, schreibt mir meine Kommentare, was ihr so an TCG-Sachen unbedingt haben wollt und es euch vielleicht nicht leisten könnt oder dran seid. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.